Hey ihr Lieben, wusstet ihr, dass bereits 2 von 3 Kindern in eurem Alter unter Rückenschmerzen leiden? Kinderärzte machen dafür hauptsächlich die folgenden 3 Ursachen verantwortlich. Einmal ist es die falsche Haltung beim Sitzen, Tragen oder Heben. Zum anderen ist es der Bewegungsmangel, also dass sich viele Kinder zu wenig bewegen. Und last but not least kann auch ein zu schwerer Schulranzen Rückenschmerzen auslösen. Wir schauen uns deshalb heute an, was kannst du tun, damit dein Rücken gesund bleibt. Kommen wir zur ersten Ursache, nämlich die falsche Haltung beim Sitzen, Bücken, Tragen oder Heben. Dabei kann es zu Haltungsschäden oder im schlimmsten Fall sogar zu einer Verformung der Wirbelsäule kommen. Eine bekannte Verformung der Wirbelsäule ist die sogenannte Skoliose. Im Vergleich zum normalen Rücken könnt ihr sehen, dass hier die Wirbelsäule seitlich verkrümmt ist. Eine weitere Verformung der Wirbelsäule könnt ihr auf diesen Bildern sehen. Im Vergleich zum normalen Rücken sieht man beim Hohlkreuz ganz gut, dass das untere S der Doppel-S-Form viel stärker ausgeprägt ist. Und beim Rundrücken ist es das obere S der Doppel-S-Form von der Wirbelsäule. Bei manchen Menschen ist es so stark, diese Verformung, dass man sie sogar eben von außen in der gesamten Haltung erkennen kann. Ja, wenn das die falsche Haltung ist, wie geht es denn dann eigentlich richtig? Wir schauen uns jetzt unterschiedliche Beispiele an. Auf einem Bild ist es immer richtig und auf dem anderen falsch dargestellt. Und ihr sollt überlegen, auf welchem es eben richtig und falsch dargestellt wird. Und dazu könnt ihr das Video jeweils kurz pausieren. Und wenn ihr glaubt, ihr habt die Lösung, dann schaut ihr einfach weiter, ob eure Lösung richtig ist. So, hier kommt die Auflösung. Auf dem linken Bild wird das Aufheben eines schweren Kastens falsch und auf dem rechten richtig dargestellt. Und die Erklärung ist ganz klar. Auf dem linken Bild werden die Bandscheiben einseitig belastet, was im schlimmsten Fall zu einem Bandscheibenvorfall führen kann. Im rechten Bild sehen wir, da werden die Bandscheiben gleichmäßig belastet. Außerdem übernehmen auch die Oberschenkel einen Teil der Arbeit. Das heißt, der Rücken wird einfach von der Kraft her entlastet. Okay, schauen wir zum nächsten Fall. Pausiert das Video wieder kurz und überlegt. Also ganz klar, wir haben einmal hier falsch und einmal richtig. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten zu verteilen, ist das natürlich die bessere Variante. Jetzt kommen wir zu einem Beispiel, was mehr aus eurem Lebensbereich ist. Ja, auch beim Tragen eines Schulranzens gibt es natürlich richtig und falsch. Auch hier bitte wieder kurz überlegen und dann weiterschauen. Also, wir sehen einmal auf dem linken Bild hier, wie der Schulranzen richtig und falsch getragen wird. Und auf dem rechten Bild auch hier einmal falsch und einmal richtig. Und ich denke, es ist klar, die Träger dürfen nicht so locker sein im Schulranzen, sondern muss möglichst nah am Rücken liegen. Und natürlich ist dieses einseitig getragen auch denkbar schlecht. Also, das heißt, Taschen, die man so in der Hand tragen muss oder mit einem einseitigen Schulterriemen, sind eigentlich für Schüler nicht geeignet. Jetzt sehen wir hier nochmal ein Bild. Da sieht es eigentlich auf den ersten Blick so aus, als wäre in beiden Fällen der Schulranzen genau richtig am Rücken. Und das ist er auch. Aber es kommt eben auf noch was anderes an, nämlich wie ist dieser Ranzen gepackt? Und jetzt seht ihr da so einen schwarzen Balken und der soll wahrscheinlich ein schweres Buch oder sowas darstellen. Und es ist auf jeden Fall besser, man packt dieses schwere Buch möglichst nahe am Rücken ein. Sonst haben wir einen ähnlichen Fall wie auf dem Bild links oben, dass der Ranzen einfach so vom Körper weggezogen wird. So, dann hier nochmal 2 Beispiele aus dem Alltag. Einfach wieder pausieren und kurz überlegen. Also im linken Bild haben wir hier einmal die richtige und einmal die falsche Sitzposition. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, okay,
Klar, es ist besser, man sitzt gerade, aber das ist furchtbar anstrengend. Wenn ihr aber genau hinschaut bei diesem Bild, die Frau hat auf dem linken Bild so eine kleine Unterstützung unter ihrem Po. Und zwar ist das ein sogenanntes Keilkissen. Das kann man sich kaufen, das ist gar nicht so teuer. Und es lohnt sich für die Stühle, sich sowas anzuschaffen, wo man einfach länger sitzen muss. Denn die unterstützen einen beim Sitzen so gut, dass man eben relativ bequem gerade sitzen kann, ohne dass es so anstrengend wird. Dann auf dem rechten Bild haben wir natürlich hier einmal falsch und einmal richtig, ganz klar, dort wo die Frau näher am Bügelbrett dran steht, da muss sie auch nicht so den Rücken krumm machen, sondern da kann sie einfach relativ gerade stehen und das ist auf die Dauer weniger belastend. Jetzt kommen wir zu einem Phänomen, das gab es wahrscheinlich vor 20 Jahren oder so noch gar nicht, auch bekannt als der sogenannte Smartphone-Nacken. Auch hier bitte wieder kurz pausieren und überlegen. Also ganz klar, die Dame links macht es nicht richtig und auf dem rechten Bild schaut das Ganze schon sehr viel rückenfreundlicher aus. Auch da gibt es Hilfen, die man sich anschaffen kann, zum Beispiel so einen Handyhalter. Wenn man jetzt länger aufs Handy guckt, weil man zum Beispiel einen Film anschaut oder ein Video anschaut, chattet, irgendwas, dann kann man das Handy in so eine Halterung geben, die schon so auf Augenhöhe sich befindet und da muss man eben den Nacken nicht so krumm machen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Ursache Nummer 2, dem Bewegungsmangel. Es gibt eine Faustregel und die besagt, dass sich Kinder mindestens 2 Stunden pro Tag bewegen sollten, um fit und gesund zu bleiben. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass man 2 Stunden Sport machen muss, sondern zur Bewegung zählt zum Beispiel auch, wenn man zu Fuß zur Schule geht oder vielleicht auf dem Fahrrad zur Schule fährt, dass man nachmittags vielleicht zum Einkaufen mitkommt zu Fuß. Alles solche Sachen zählen auch mit rein. Also das heißt, insgesamt sollte man einfach auf mindestens 2 Stunden Bewegung pro Tag kommen. Eine weitere Faustregel besagt, dass man eigentlich nicht länger als 60 Minuten am Stück, also ohne Unterbrechung, sitzen sollte. Was ist aber, wenn man jetzt doch mal länger sitzen muss, zum Beispiel vormittags in der Schule oder nachmittags beim Hausaufgaben machen oder lernen, dann sollte man auf jeden Fall spätestens nach 60 Minuten eine kleine Pause einlegen und sollte diese Pause auch möglichst aktiv gestalten. Zum Beispiel, indem man so kleine Übungen einbaut. Und da möchte ich euch jetzt ein paar vorstellen. Die erste Übung, die ich dir zeigen möchte, heißt Apfelpflücken. Dabei setzt du dich aufrecht auf die vordere Kante deines Stuhls und die Füße stellst du parallel auf den Boden. Jetzt streckst du beide Arme abwechselnd in die Luft und bewegst deine Hände dabei, als würdest du noch etwas greifen oder eben Äpfel pflücken. Die zweite Übung heißt Zerreißprobe. Auch hier setzt du dich wieder aufrecht auf die vordere Kante deines Stuhls und stellst deine Füße parallel und etwa hüftbreit auf dem Boden. Verschränke jetzt deine Hände vor der Brust miteinander und ziehe von beiden Seiten stark nach außen. Beim sogenannten Gewichtstemmen sitzt du wieder aufrecht auf deinem Stuhl und stellst deine Füße parallel zur Hüfte fest auf dem Boden. Jetzt hebst du die Arme so, als würdest du ein Gewicht stemmen. Das heißt, die Arme sind gebeugt bis auf die Höhe der Schultern in der Luft. In dieser Position drehst du jetzt den Oberkörper langsam von links nach rechts. Die vierte Übung ist der sogenannte Hechtsprung. Dabei stellst du deine Füße hüftbreit hin und beugst die Beine etwas. Jetzt bewegst du deinen Oberkörper mit geradem Rücken leicht nach vorne und streckst beide Arme wie bei einem Kopfsprung ins Becken als Verlängerung des Rückens in die Luft. Beim sogenannten Durchhänger geht es etwas entspannter zu. Auf deinem Stuhl sitzend rollst du dich ein, indem du deinen Rücken von Kopf an langsam und Wirbel für Wirbel nach vorn bewegst. Die Arme hängen dabei locker nach unten. Genieße die Entspannung.
Die letzte Übung heißt Schulterpresse. Dafür suchst du dir eine freie Wand und lehnst dich mit dem Rücken daran. Deine Beine sind dabei etwas gebeugt und die Arme in U-Form nach oben geöffnet. Jetzt drückst du deinen gesamten Rücken, beide Arme und Hände fest an die Wand. Spanne in dieser Position Bauch und Rücken im Wechsel an und versuche diese Anspannung jeweils so für 10 bis 15 Sekunden zu halten. Am besten, du wiederholst jede dieser Übungen dreimal. Wenn du dich jetzt gar nicht entscheiden kannst, welche Übung du zuerst machen sollst, dann bastel dir doch einfach diesen tollen Übungswürfel. Der kann dir dann alle 60 Minuten eine Übung vorschlagen, die du zur Lockerung einbauen kannst. Kommen wir also zur Ursache 3, ein zu schwerer Schulranzen. Auch hier gilt wieder eine Faustregel, und zwar, dass der Schulranzen 10% des eigenen Körpergewichts nicht übersteigen sollte. Was heißt das jetzt genau? Lass es mich an einem Rechenbeispiel erklären. Der 10-jährige Fridolin wiegt, sagen wir, 40 Kilo. Wenn ich jetzt ausrechnen will, was sind denn 10% von diesen 40 Kilo, geht das ganz einfach, muss mich nur durch 10 teilen. Komme ich also auf 4 Kilo. Das heißt, sein Schulranzen sollte maximal 4 Kilo wiegen. Natürlich kommt es aber auch darauf an, wie lange ist denn dein Schulweg? Das ist ein Unterschied, ob jemand mit dem Auto bis vor die Schultür gefahren wird oder ob man doch noch eine weitere Strecke mit dem schweren Schulranzen zu Fuß zurücklegen muss. Es kommt auch darauf an, wie der Ranzen gepackt ist, wie wir vorher gesehen haben. Und natürlich, ob er richtig am Rücken sitzt. Sehr gut bewährt haben sich dabei Schulrucksäcke, an denen es viele Möglichkeiten gibt, die Träger einzustellen und wo es vielleicht auch Quergurte gibt, die man über die Brust oder über der Hüfte noch schließen kann, die zusätzlich das Gewicht gleichmäßig verteilen. Wie schwer ist denn dein Schulranzen? Mach doch mal einen Schulranzen-TÜV. Dabei gehst du folgendermaßen vor. Zunächst packst du deinen Ranzen wie an einem gewöhnlichen Präsenzunterrichtstag. Dann stellst du dich einmal mit und einmal ohne Schulranzen auf die Waage und ermittelst den Unterschied. Jetzt kannst du mit unserer Faustregel, dieser 10%-Regel, berechnen, ob und wenn ja, wie viel dein Schulranzen zu schwer ist. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Du sollst nämlich außerdem ermitteln, ob du auch beim Packen alles richtig gemacht hast. Hast du die schweren Dinge wie Bücher nahe an den Rücken gepackt? Außerdem sollst du überprüfen, ob dein Schulranzen auch richtig am Körper sitzt. Auf diesem Bild siehst du nochmal, wie der Schulranzen und auf welche Höhe der Schulranzen getragen werden sollte. Wenn der Schulranzen zu eng um die Schultern geschnallt wird und zu hoch sitzt, dann drückt er natürlich von oben auf deine Wirbelsäule, und wenn er zu locker ist, haben wir vorher schon gesehen, und zu weit unten hängt, dann drückt er deine Wirbelsäule ins Hohlkreuz, also auch das ist nicht gut. Sondern man kann sich merken, der sollte so ungefähr auf Schulterhöhe oben enden und eben nah am Körper, aber natürlich trotzdem bequem und angenehm eingestellt werden. Gut, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge gelernt und ich freue mich aufs nächste Mal.